Herzlich willkommen beim Kanalcheck. Mein Name ist Marcel und wir schauen uns heute Copernicus Paintball an. Es war wirklich spannend und aufregend, diesen Kanal zu checken. Und was ich hier genau mache, seht ihr jetzt. Und so wird geprüft. Der erste Eindruck zählt. Ich schaue auf eurem Kanal vorbei und gucke, ob er mir gefällt. Rein optisch, mehr gar nicht. Danach auf dem Smartphone, wie wirkt der Kanal dort auf mich? Ist der Banner ordentlich zu sehen? Sind die Thumbnails schön zu erkennen? Anschließend gucke ich im Kanal-Trailer vorbei. Gibt es einen? Gibt es keinen? Ist er gut? Ist er schlecht? Hat er Endcards? Hat er nichts? Das werde ich alles feststellen, um dann mit einem Videocheck weiterzumachen. Ich nehme euren letzten Upload und schaue, wie ist das Bild, wie ist der Ton und wie gefällt mir der Inhalt generell und wie kommt ihr rüber? Ist alles positiv? Kann man damit was anfangen? Und hat das Ding ja trotzdem keine Views? Schauen wir in der Video-SEO-Check vorbei, der Suchmaschinenoptimierung. Weil nur wenn ihr in der Suche gefunden werdet, bekommt ihr auch Klicks bei YouTube. Anschließend gucken wir noch bei Social Blade vorbei. Dort können wir eure aktuellen Statistiken sehen und eure Zukunftserwartungen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da ausschaut. Und zum guten Schluss gibt es meinen Senf obendrauf. Ich sage euch, was ich von eurem Kanal halte, wie ich die Zukunftsaussichten sehe, was meines Erachtens verbesserungswürdig ist. Nochmal schön zusammengefasst. Und dann sind wir auch schon durch. Erstmal ganz spannendes Thema. Paintball habe ich bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr gespielt. Der erste Eindruck. Wir haben einen Kanal-Banner, der nicht so wirklich dolle ist. Das muss ich einfach sagen, weil es steht einfach nicht, der Titel vom Kanal steht nicht oben drin. Man kann am Kanal-Banner nicht erkennen, worum es sich geht, außer dass es sich um Krieg geht in einer ganz schlechten Grafik. Sieht aus wie so ein uraltes Spiel. Ziemlich cool eigentlich, würde ich glaube ich spielen. Ja, wir haben ein Best of Copernicus Paintball 2019 Video. Das heißt, einen Kanal-Trailer gucken wir uns gleich nicht an, weil es ist keiner da, aber wir werden dieses Video einfach mal nehmen. Oder wir nehmen da unten ein Fallout 2 Video. Ich schaue jetzt gleich mal rein, was wir uns denn da nehmen zum Anschauen. Gucken wir uns erstmal an, wie das Ganze auf dem Smartphone aussieht. Smartphone rödeln. Ein bisschen anders als beim letzten Mal. Die Smartphone-Ansicht ist jetzt im Querformat. Dann ist es für euch ein bisschen größer zu sehen. Ja, ist nicht so hochkant, nicht so kurz. Und da kann man ein bisschen mehr erkennen an der Stelle. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir den Copernicus Game Kanal hier auch... der wird mir hier schon vorgeschlagen, ne? War dann schon... guck mal hier, da wird er schon vorgeschlagen. Da können wir auch direkt da drauf gehen und sagen, hier Kanal aufrufen. So, und wir sehen hier schön, dass der Kanal-Banner wird hier oben komplett reingeladen. Ja? Aber wie gesagt, es steht halt für nichts da. Man kann halt nichts erkennen. Kanal hat schon 283 Abonnenten, das sehen wir. Wir scrollen mal hier durch. Und es ist auch nicht wirklich sortiert. Also wir haben Uploads und wir haben beliebteste Videos. Und eigene Playlists sind unten noch verlinkt, welche Playlists erstellt worden sind. Aber wir schauen da einfach mal wieder rein und gehen direkt hier nochmal rüber zum Videocheck. Der Videocheck. So, erste Video. Was nehmen wir? Wir nehmen das letzte Video, würde ich sagen. Oder wir nehmen die Best of Compilation. Boah, die heißt Best of. Aber an sich, vor einem Monat, wir nehmen die Fallout. Hat auch schon 76 Views. Wir klicken da mal rein. Wenn der Ton jetzt gleich losscheppert, kommt das davon, weil es von den Lautsprecherboxen kommt. Dann muss ich hier ein bisschen leiser machen. Nein, es scheppert nicht. Er läuft gegen die Wand. Jetzt kommt ein Intro. Finde ich sehr gut. Gucken wir mal, was da passiert. Please stand by. Einfach nur. Ganz kurz. Reingehalten. In der alten Lagerhalle. Geht 5 Minuten. Ja, bis jetzt noch nicht so spannend. Ich mache mal weiter. Wasteland Survival Guide. Geh mal weiter. Bastelt da irgendwas zusammen? Eine Taschenlampe. Es gibt keine Kommentierung. Einfach nur einer, der durch die Gegend läuft. Aber es gibt eine Endcard dazu, die gemacht wird, wo man noch was machen kann. Okay, gehen wir mal an der Stelle auf Pause. Also, ich starte das Video noch mal ganz kurz von vorne, dass man dann noch mal so einen kleinen Einblick kriegt. Aber alleine schon der Start, ihr seht, es passiert, 7 Sekunden läuft er gegen die Wand, dann kommt hier dieser Please Stand By Button und 15 Sekunden sind rum. In diesen ersten 15 Sekunden passiert gar nichts.
Das ist natürlich, um die Aufmerksamkeit von dem Zuschauer auf dem Video zu lenken, sehr, sehr schwierig. Ja, das Video hat zwar schon ein paar Aufrufe und hat ein paar Kommentare und ein paar Likes gekriegt, aber ich denke, es könnte noch viel besser ankommen, wenn da ein bisschen Action wäre. Weil die Frage ist, gucken die Leute weiter? Es wird nichts kommentiert. Im Nachhinein wird durch eine Lagerhalle gelaufen. Das Bild ist zwar super, man kann auch die Randgeräusche gut hören. Also wird auch vom Mikro wird's auch gut aufgenommen. Entweder gutes Handy, gute Kamera, alles kein Problem. Aber es wird halt nichts gesagt dabei. Und das ist so ein bisschen für mich sehr uninteressant an der Stelle, weil man da einfach nichts rausholen kann. Das weiß ich nicht. Die Zuschauerbindung ist für mich da nicht da. Vielleicht für diejenigen, die es wirklich interessiert, die nur darauf aus sind, so ein Video zu sehen, wäre es interessant. Die Frage ist, wie viele Leute das sind. Das ist immer das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass man da nicht so ganz hintersteht. Ja, gucken wir uns mal an, wie das Video in der Suchmaschine dann hier gerankt wird. Wo habe ich meine Suchmaschinenoptimierung? Da ist meine Suchmaschinenoptimierung. Video-Suchmaschinenoptimierung. Ja. Die Suchmaschinenoptimierung. Also, wir gucken nach, wie das Video bei YouTube gefunden wird. In dem Fall haben wir hier oben unser TubeBuddy Plugin. Da oben sind die Videolytics drin. Ja, Link unten für TubeBuddy ist in der Beschreibung. Könnt ihr einfach da mal reingucken. Wird auch immer hier mal zwischendurch wieder eingeblendet, glaube ich. Ich habe das jetzt so neu gemacht, dass da immer so zur Seite rauf geht, aber ohne. Gut. TubeBuddy ist ganz wichtig, weil ich muss kontrollieren, ob mein Video gefunden wird in der Suche, weil ich bekomme keine Aufrufe, wenn keiner mein Video findet. Das ist einfach so der Hauptgrund, warum man das Ganze macht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ich bevorzuge die Methode, dass man sein Video für Suchmaschinen optimiert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und da gibt TubeBuddy eine super Hilfestellung. Wir haben erstmal einen großen Überblick über das Video. Das heißt, wir können genau sehen, wie viele Zuschauer hatte das Video schon, wie viele Kommentare sind schon da. Gab es schon Likes oder Dislikes an der Stelle? Das sehen wir hier im oberen Bereich drin. Und wenn wir dann ein bisschen runterscrollen, können wir hier über Social Media sehen, es wurde null mal bei Facebook geliked, es gab bei Reddit keine Upvotes und es wurde auch bei Twitter nicht geteilt oder Mentions bei Twitter gegeben. Insgesamt gibt es dann noch eine Kanalübersicht. Ja, mit 88.300 Zuschauern, die der Kanal insgesamt schon hatte, was ja nicht schlecht ist bei 283 Abonnenten, also ist wirklich ein guter Schnitt, da kann man nicht meckern. Und der hat schon 312 Videos drin. Das ist natürlich eine ganze Menge für die Anzahl an Zuschauern, die da sind. Das muss man mit dabei sagen. Zur Optimierung nachher ist es schön, dass da so ein paar Hilfsmittel gegeben werden, weil TubeBuddy gibt hier direkt hier diese Best Practice Sachen. Das heißt, man soll ein hochauflösendes Thumbnail reinmachen, was die Leute animiert, auf das Video drauf zu klicken, Infocards hinzufügen, der Endcard hinzufügen. Ja, ihr seht, Thumbnail haben wir, Endcard haben wir. Und bei Twitter teilen, bei Facebook liken, Untertitel hinzufügen, Kommentare hinzufügen. Es gibt natürlich keine Untertitel, weil nichts gesagt wird. Da wird von YouTube dann auch nichts automatisch hinzugefügt. Das heißt, eine kleine Ansage vorher, was im Video passiert, was da spannend sein könnte, wäre ganz gut. Und dann kann man da auch schon ein bisschen was zu machen oder im Nachhinein kommentieren. Boah, und da habe ich mich voll geärgert an der und der Stelle. Darunter sehen wir dann, welche Tags angelegt sind. Die Tags sind kleine Suchwörter, Schlüsselwörter, die YouTube zur Suche mitbenutzt, die für euer Video mitgebraucht werden. In dem Fall haben wir da sehr viele und es gibt ein super Feature, was TubeBuddy drin hat. Das heißt, wir können hier über dieses Show Search Results, wenn wir da draufklicken, sehen, ob das Video in der Suche gefunden wird und mit welchem Suchwort es wo an welchem Platz gefunden wird. Es ist in dem Fall leider nicht so. Ich mache euch mal einen neuen Tab auf, damit ihr mal sehen könnt, wie das gehen kann. Wir gehen mal hier auch auf YouTube und dann gehen wir mal hier einfach in den aktuellen Computer, Kumpel. Computer, Kumpel. Also reden und schreiben zeitgleich, ne? Das ist echt auch eine Schwierigkeit für mich. Das sage ich ganz ehrlich. So, wir gehen mal hier rein. Und wir nehmen auch tatsächlich mal hier, nehmen mal hier den Stream hier von letztem Mal hier. Den mache ich einfach mal auf. Und dann gehen hier an der Seite, gehen auch diese,
YouTube Analytics raus und dann kann man sehen, boah, der hat 81 Likes bei Facebook gekriegt. Das alleine finde ich ziemlich geil. Dankeschön dafür. Und wir haben hier unten unsere Show Search Results und ich klicke da mal drauf und gucke mal, ob wir irgendwo gefunden werden. Und wir sehen, ja, wir werden gefunden. Ne? Und da gehen hier so grüne Buttons auf. Hier Abspannelement auf Platz 1, YouTube-Kanalcheck auf Platz 9, Kanalcheck auf 11. Wie werden meine Videos auf YouTube besser gefunden auf Platz 24 und YouTube-Suche optimieren auf 24. Ist jetzt auch nicht so die optimale Ausbeute, aber ihr seht, man kann da schön gucken, auf welchen Plätzen man dann gerankt wird und gefunden wird bei der ganzen Geschichte, damit man da auch ein bisschen mehr Zuschauer bekommt, weil wird euer Video in der Suche nicht gefunden, gibt es keine Zuschauer. Um in der Suche gefunden zu werden, gibt es nicht nur diese Tags hier, sondern diese Tags spielen immer zusammen mit dem Titel und der Beschreibung. Ganz wichtig. Das heißt, die Tags, die ihr rechts an der Seite reinpackt, wir haben einige Kanäle schon gecheckt, die jetzt alle fleißig am Überarbeiten sind. Es ist unglaublich viel Aufwand, das für alle Videos zu optimieren. Gerade wenn ich 312 Videos schon drin habe, ist es unglaublich viel und ich habe es auch für meine 80 Videos mittlerweile noch nicht optimiert. Das ist eine schwierige Geschichte. Da müssen wir hier so ein bisschen hochscrollen, damit dieses TubeBuddy, was immer wieder reinfliegt in der Seite, uns nicht unsere Analytics da kaputt haut, wo wir gerade dran sind. Ihr müsst schauen, dass diese Tags zusammen mit dem Titel zusammenpassen. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal hochscrolle, kann ich hier sehen, ich habe 10 dieser Tags, die hier unten drin sind, tauchen insgesamt in Titel und Beschreibung auf. Und wenn wir jetzt hier sehen, ist die Beschreibung sehr, sehr kurz. How to make a sniper scope from scab from LARP. Just for looks, not actually working. Ja, also es gibt erstmal eine englische Beschreibung. Gut, also er spricht ein englisches Publikum an. Das ist schon mal eine gute Sache, weil da gibt es einfach unglaublich viele Leute, die das verstehen und gucken könnten. Der Markt ist wesentlich größer als Deutschland. Das heißt, ich habe viel mehr potenzielle Zuschauer. In dem Fall wirklich eine gute Sache. Jetzt kommt aber die Text dazu, passen halt nicht zu der Beschreibung. Wenn ich mir diese Text angucke, habe ich hier Blaze, Paintball, Woodland, Macfield, Paintball is life, Woodland is love, Magnified Family, dim, 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 dim. Und hier unten kommt dann Fallout 3, Fallout 4, Fallout 6, LARP, Do It Yourself, Custom, Self-Made, Crafting, Apocalypse, Live Action from Roleplay, Taschenlampe, Flashlight, Sniper, Scope, Cosplay. Es sind keine Suchphrasen, die eingegeben worden sind. Ja, wenn man da, man kann als Keyword am besten nutzen Sachen, die auch Leute in die Suche eintippen würden. Das heißt, wenn Leute in der Suche eintippen würden, Battleground, Fallout, Wasteland, Survival Guide, dann würden sie sehr wahrscheinlich dieses Video finden. Sie finden dieses Video aber nicht, wenn er nach Paintball sucht, weil für Paintball gibt es unglaublich viele Anzeigen. Ja, das Wort kommt unheimlich oft vor. Und man muss diese Suchbegriffe, diese Suchphrasen, die da sind, auch mit in die Keywords reinpacken und dann so Sachen wie Taschenlampe. Kein Mensch sucht nach Taschenlampe und guckt sich dann dieses Video an. Das heißt, dieses Keyword ist nicht zielführend, hilft auch nicht weiter. Wenn ich jetzt reinschreibe, LARP-Kostüm basteln, ja, wenn ich das so als Suchphrase in die Keywords reinpacke und packe es dann auch in die Beschreibung und packe es mit in den Titel, dann taucht es an 3 Stellen auf und die Wahrscheinlichkeit, dass ich denn da besser gefunden werde, ist wesentlich höher. Ne? Da kann man einiges rausholen. Aktuell ist es so, dass es so offensichtlich mit den Suchwörtern, die da sind, in der Suche nicht gefunden wird. Es wird zwar sehr wahrscheinlich auch angezeigt werden, aber halt nicht so häufig. Man kann das in den Impressionen nachgucken. Für diejenigen, die noch nicht so wirklich viel mit YouTube Analytics gearbeitet haben, wir schauen mal kurz hier in meine Impressionen rein und gucken da mal eben rüber. Eigentlich sollte ich besser den Geburtstagskanal nehmen, der ist aussagekräftiger. Ja, das machen wir auch hier. Ich mache mal hier so einen neuen Tab auf und wir gehen mal kurz in den Geburtstagskanal rein. Und da könnt ihr dann wunderschön dann auch die Impressionen sehen. Da gibt es einfach mehr zu sehen als bei dem Computerkumpel. Das ist, der ist halt von den Zuschauern her ein bisschen stärker vertreten. Und wir können hier schön die Zuschauerzahlen sehen, die da drin sind. Wir haben die Watchtime. Und wenn wir hier auf See More gehen, gehen wir mal hier rüber. Jetzt können wir hier so ein paar Peaks sehen. Ne? Da war der Franz gerade mal ganz groß und wurde super gefunden. Und
Dann haben wir hier aber auch die Impressionen drin und wir können sehen, wie oft ein Video vorgeschlagen wird. Das heißt, Impression bedeutet, das Video ist in der Suche aufgetaucht. Ja, es war auf der Liste, die geladen wurde, zu sehen. Sagt erstmal noch nichts über welchen Platz aus und dann wird anhand des Thumbnails geguckt, wie oft wird drauf geklickt und das ist dann diese Impressions Click-Through-Rate. Also ihr müsst ein gutes Thumbnail haben, dass wenn euer Video in der Suche auftaucht, da auch drauf geklickt wird. Und die Thumbnails schauen wir uns jetzt an zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Also wir haben schon festgestellt, gefunden wird es nicht großartig. Und wir wollen jetzt nochmal gucken, wie denn die Thumbnails aussehen. Gehen wir mal hier zurück auf den Kanal. Oh ja, jetzt scheppert hier los. Aber gut, wir haben hier das Fallout 2 Video jetzt geschaut. Wir können hier auch nochmal kurz reingucken. Vielleicht ist das ein bisschen aussagekräftiger, was da drin ist. Aber es ist einfach auch eine Kriegsszene. Also ich höre auch keine Kommentare, es ist nichts kommentiert, es ist ein bisschen nett geschnitten. Da kommt ein anderes Intro, als wir vorher haben. Also da war nicht nur dieses Please Wait Logo. Und ja, das sieht so ein bisschen mehr nach Paintball aus, ne, wo es da losgeht. Wird ein bisschen geknüppelt, wir zappen auch mal hier durch. Ich will ja kein Unrecht tun. Deswegen haben wir da auch mal schnell reingeguckt. Also ich finde generell, das Thema ist cool und ich glaube, man kann da eine ganze Menge rausholen. Gerade wenn es Paintball ist, zeig, wie du deine Waffentunes pflegst, welche du hast. Deine sind ja nicht Waffen, sind ja Markierer, nennt sich das, genau. Habe ich wieder falsch im Kopf gehabt, wie du diese Markierer machst. Dann ist es eine wesentlich bessere Sache. Und dann, wenn du das alles gemacht hast und hast solche Videos, wo du dann auch ordentliche Tags und Beschreibung und Titel zumachst, damit du auch besser gefunden wirst, dann kommt es auf die Thumbnails an. Und bei den Thumbnails ist es wirklich so, du hast aktuell zwar Thumbnails hochgeladen, die sind aber nicht aussagekräftig. Also nur für die Leute, die dich kennen, die damit irgendwas anfangen können, die haben vielleicht Lust auf deine Thumbnails. Ansonsten animieren deine Thumbnails leider nicht zum Klicken, weil aus den Thumbnails nicht hervorgeht, was überhaupt passiert. Ja, bei dem einen hier ist ein Fallout 2 im Hintergrund gemacht worden, aber noch nicht mal formatfüllend, sondern nur so ausgeschnitten. Sehr unansprechend. Ich würde nicht draufklicken, selbst wenn ich es in der Suche finde. Hier ist das Logo von diesem Copernicus Game Paintball hier von deinem Kanal selber, was du hier oben drin hast. Das ist natürlich eine coole Geschichte, dass es da drauf ist, aber auch bei dem Best-of könntest du in Thumb noch mit reinschreiben, Best-of. Dann wissen alle, boah, Paintball, Best-of, wir schauen da rein. Aber nur mit diesem Logo, was da drin ist, kann jemand mit dem Thumbnail nichts anfangen. Und es ist leider so, dass 80% aller Klicks mittlerweile auf YouTube von Smartphones kommen. Ich habe da jetzt gerade nochmal nachgeguckt. 80% aller Klicks von YouTube kommen über Smartphones, Tablets, Fernseher, ja, solche Sachen. Und wenn dann das nicht alles so stimmig ist, dass die Leute auf Thumbnail draufklicken wollen, selbst wenn dein Video gefunden wirst, bekommst du natürlich nicht viele Zuschauer. Das ist halt das große Problem. Ja, gucken wir jetzt mal bei Social Blade rein, würde ich sagen. Kanal sind hier. Der Social Blade Check. Gucken wir mal, was mir Social Blade zu deinem Kanal sagt. Du hast in den letzten 30 Tagen 2469 Zuschauer gemacht. Ne? Geht hier so ein bisschen nach unten. Auch deine Abonnenten schwanken sehr stark, aber da ist voll Bewegung drin. Das sieht ganz nett aus. Und wenn wir jetzt hier runter gucken und gucken uns deine Views an, können wir hier sehen, du hast so im Schnitt 83 Zuschauer am Tag. Also hast hier so ein paar Highlight-Tage bei, die über 100 waren. Deswegen geht der Schnitt nach oben. Ansonsten, wenn ich mir die letzten 3 Tage angucke oder 4 Tage angucke, auch wo das schöne Wetter war, da sind es nur 59, 83, 59 Zuschauer. Ist jetzt nicht so viel, aber ausbaufähig, weil das Thema auch interessant ist. Da kann man einiges rausholen. Und wir schauen mal, wie Social Blade denn deine Zukunftsaussichten einschätzt. Und gehen mal hier rein. Und Social Blade schätzt, dass du in 2 Monaten 297 Abonnenten hast. Also für die großartigen 1000 Abonnenten kommst du in 5 Jahren noch nicht dran, wenn du so weitermachst, wie du es jetzt gerade machst. Das heißt, da ist wirklich Optimierungsbedarf. Das Fazit. Der Kanal an sich selber hat eine super Idee. Du hast zwar schon relativ viele Abonnenten, ich nehme an, das kommt auch ein bisschen durch den Sport und dass man sich da ausbreitet und bekannt ist. Dein Kanal ist für Externe nicht so ansprechend, weil einfach der Kanalbanner nicht so
super ist. Es gibt keinen Kanal-Trailer, wo du erklärst, was im Kanal passiert. Natürlich kann man dafür so ein Best-of-Video nehmen, das ist auch gut zusammengeschnitten. Aber auch da ist einfach, da passt das Thumbnail nicht zum Best-of. Das heißt, da muss was rein. Die Suchmaschinenoptimierung ist quasi nicht gegeben, ne? Du wirst einfach so nicht gefunden. Da musst du unglaublich viel dran arbeiten. Gerade bei der Masse an Videos, die du drin hast, ist da sehr, 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 sehr viel rauszuholen. Zur Not nimm Videos nochmal runter, kommentiere die Videos später und lad sie dann wieder hoch. Das ist eine ganz praktische Sache. Gerade wenn du so Sachen hast, wo noch kein Ton drin ist, wo einfach nur rumgelaufen ist, kannst du aus dem Material, was du hast, einfach noch bessere Sachen rausholen. Bau auf den Abonnenten auf, die du hast. Dein Content wird ja auch nicht alt. Also ein cooler Move und ein cooles Game ist auch in 10 Jahren noch geil. Gerade wenn es so epische Schlachten sind beim Paintball oder sonst irgendwas. Das wollen die Leute auch später noch sehen. Das heißt, du hast keinen Content, der alt wird, weil es einfach interessant ist. Da geht es sich nicht um Ligen und so weiter, wie ich das gerade gesehen habe, sondern einfach nur um coole Games. Und das zieht halt auch in Jahren noch. Und dann kannst du da eine ganze Menge rausholen. Diese komplette Überarbeitung, was ich gerade sagte, mit Banner, Thumbnails, Suchmaschinenoptimierung, ist eine ganze Menge Arbeit, aber du hast einen guten Start, ein gutes Thema, kannst da relativ viel rausholen und ich drücke dir die Daumen und ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen helfen dabei. Wenn du Fragen hast, schreib mich einfach an und kommentiere einfach unten drunter und dann helfe ich gerne weiter und ich schaue auch total gerne nochmal in einem Monat vorbei. Und ja, wir sind am Ende angekommen dieses Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du dir da oben links und unten links in der Ecke noch ein paar weitere Videos ansehen. Oben links gibt es mein neuestes Video nur für dich zum Schauen und unten links in der Ecke gibt es eine Videoempfehlung nur für dich. Wenn der Kanal so gut gefallen hat, dass du ihn auch abonnieren möchtest, kannst du das da in der Mitte bei dem lustigen kleinen Computerkumpel tun. Und außerdem schreibt ein paar Kommentare, sagt mir, wie ihr das Video gefunden habt. Habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen? Einfach unten rein, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ich bin für alles offen. Daumen hoch, bis denn. Tschüss.